erzählt uns heute, dass die Kohen Gadol darf nicht rausgehen von die Beit HaMikdash während seiner Arbeit. Keine Zigarettenpause oder keine Handypause. Während die Arbeit in die Beit HaMikdash musste die Kohen drin bleiben, wie es steht, Umin HaMikdash lo yetzei velo yichalel. Warum? Ki shemen mishchat Hashem aleichem. Weil Gott ist besonderen Geist und Gott im besonderen Öl sozusagen ist auf die. Und hier lernen wir, dass wenn ein Mensch ist beschäftigt in ein Davasha Begidusha, soll er nicht einen Stopp machen, um was Unheiliges zu machen. Von der anderen Seite, wenn die Kohen nicht sein Gottesdienst hat, darf er auch nicht einfach rein spazieren in den Beit HaMikdash, einfach um zu sehen, wie es läuft. Er darf nicht gehen, wenn er nicht wirklich in Auftrag ist. Nur in Zeit der Arbeit. Auch, man darf nicht reingehen, wenn man das, wenn man unrein ist, selbstverständlich. Was ist die Chiddisch? Chiddisch ist unreine Gedanken. Deswegen steht vor dem, dass der Mensch geht in eine Schule, vor dem, dass man da wird, er muss seine Gedanken sammeln und er muss sagen, jetzt konzentriere ich, das Richtige zu tun, weil man darf nicht während dem Gebet, insbesondere während Shmoneh Esrei, einen Wander machen im Gedanken. In verschiedenen Plätzen. Einmal auf dem Yitzchak Meditsche hat gesagt, jemand nach Shmoneh Esrei hat er gesagt, Shalom Aleichem, Bruchem Aboi, herzlich willkommen. Er sagte, was heißt, ich war hier die ganze Zeit. Er sagte, beim Gebet, du hast gewandert, du warst doch in verschiedenen Plätzen. Er sagte, willkommen zurück. Wir lernen beim Gebet, muss man konzentrieren auf der Kammer des Gebetes. Heute ist der 12. Tag im Monat Nisan. Der jüdische Volk sagt, der Rebbe ist genannt Sivot Hashem. Was heißt Zivot Hashem? Und normalerweise ein Sklav tut, was ein Herr sagt. Aber ein Zava, ein Armee ist bereit, auch die Leben zu opfern. Auch einen Krieg, um zu verteidigen, auch einen Krieg zu verbreiten. Er steht immer dabei. Das ist nicht nur, weil er einverstanden ist, er macht es, weil das ist seine Berufung. Genauso sind wir, Zivot Hashem, die Armee Gottes. Jemanden kann, jemand, der noch keinen Matze Schmude bekommen hat oder keine Chometzverkauf gemacht hat, soll das unbedingt heute oder allerspätestens morgen machen.